Schermbeck Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. An drei Samstagen waren die Gahlener Junggesellen unterwegs, um Holz für das traditionelle Osterfeuer zu sammeln. Am Ostersonntag, 17. April, war es dann soweit. Mehrere hundert BesucherInnen kamen zum Osterfeuer nach Gahlen. Am Dienstag, 19. April, brannte auf der Weseler Straße ein Pkw völlig aus. Dank des Einsatzes eines Ersthelfers befanden sich bei Eintreffen der Löschzüge keine Personen mehr im Pkw. Am Ostermontag, 18. April, fand bei den Sportschützen Schermbeck das Osterschießen statt. Seit nunmehr als 40 Jahren führen die Sportschützen diese Tradition fort. Die Landtagsabgeordnete Charlotte Quick besuchte im Rahmen ihrer Themenwoche Wirtschaft und Digitalisierung zusammen mit der CDU Schermbeck wichtige Baugebiete im Gemeindegebiet. Erste Station war das Baugebiet Spechort. Hier entstehen rund 120 Wohneinheiten, die unabhängig von fossilen Brennstoffen sein werden. Unter dem Motto Neue Wanderschleife, Naturpark Hohe Mark lädt die Gemeinde Schermbeck zu einer Wanderung ein. Die Wanderung startet am Samstag, 14. Mai und wird etwa 3 bis 4 Stunden dauern. Infos und Anmeldungen in der Touristinformation der Gemeinde Schermbeck. Am Sonntag, 1. Mai, öffnet der Turmverein Damm wieder sein Strommuseum am Elsenberg in Schermbeck-Damm. Der Schermbeck-Podcast, die Woche, wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.